Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute geht es um das Thema APRS. Ich möchte nicht direkt sagen LoRa oder 2 Meter APRS, denn es geht um beides. Und zwar, ich will euch heute mal meine Version eines dualen iGates vorstellen. Und zwar, unterstützen tut es das 144,8 2 Meter APRS. Und natürlich LoRa im 70 cm Band. Und ich habe das Ganze im Grunde alles zusammengeführt hier in einer Box. Die Ganze hat natürlich hier auch einen Deckel. Ja. Macht man dann zu, schraubt man natürlich dann alles fest zu. Hier außen sitzt vom LoRa Board, von der Software, wo Ricardo ja rausgebracht hat, wird ja der BME 208 schon unterstützt. Der sitzt hier in diesem Außen. Gehäuse drin und hier ist ein bisschen Beschriftung, ne, um was es sich handelt hier draußen auf der Box, und so sieht es dann halt innen aus. Was habe ich hier letztendlich genommen an Bauteilen? Das kann ich euch jetzt gerade mal so aufzählen. Ich habe jetzt hier natürlich als Hauptbestandteile natürlich hier das TDGO LoRa 32 Board mit der iGate Software vom Ricardo bespielt. Und dann hier TDGO TWR mit der APRS Software, wo ich euch ja schon mal vorgestellt habe, von dem thailändischen OM. Der hat ja sogar ein Web-Interface, das heißt, man hat alles schön im Blick. Und für die Software vom Ricardo, der möchte ja auch noch ein Web-Interface machen zu seinem iGate. Somit hat man natürlich auch schöne Kontrolle drüber, was kommt rein, was geht raus. Wenn man jetzt ein zu sendendes iGate hier installiert hat, wie ich hier, für LoRa zumindest. So, ich habe das alles natürlich so angedacht, dass das über eine Antenne läuft, die beiden Gates. Dazu habe ich hier diese beiden Platinen verbunden mit einem Deplexer. Übrigens, auch wenn der kein Gehäuse drumherum hat, da sind keine Störungen zu sehen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich wollte noch einen kleinen Verstärker dazwischen bauen. Dieser Verstärker funktioniert, der ist auch wirklich gut. Problem ist, wenn man eine gute Antenne hat, ja, und ich habe absolut keinen Unterschied gemerkt, ob mit oder ohne Verstärker, es hat einfach nichts weiter ausgemacht. Deswegen, und der braucht natürlich extra Strom, und da dieses duale iGate ja auf, an meiner Off-Grid-Station installiert werden soll, das heißt betrieben durch Solar und Wind, ist jeder Stromfresser sozusagen ja unnötige, kommt weg, ne? Und da ich jetzt hier keinen großen Unterschied gemerkt habe, habe ich diesen hier wieder rausgeworfen aus der ganzen Verkabelung. Wie gesagt, beide Boards werden zusammengeführt auf einem 2 Meter und 70 cm Deplexer. Das ist so eine kleine Platine, die war auch nicht teuer, gibt es bei eBay. Alle Links zu allen Bauteilen setze ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung, weil es kommen ja immer wieder Fragen dann, wo ich die Bauteile her habe. Deswegen mache ich das dann direkt. Ja, über einen Deplexer. Funktioniert einwandfrei. Ich hatte das jetzt mal eine Weile laufen. Funktioniert wirklich top. Sowohl mit Verstärker als auch ohne Verstärker. Und da ich da keinen Unterschied gemerkt habe, raus damit. Alles, was nicht sein muss, weg. Gerade bei solchen iGates, die off-grid funktionieren sollen. Also ohne feste Stromversorgung. Ja, so. Ich habe dann hier der Deplexer, der hat SMA-Anschlüsse. Die habe ich hier verbunden mit so kurzen Kabels wie möglich, mit den Boards. Und habe hier einen Adapter direkt angeschlossen an ein N, an eine N-Buchse, weil die Antenne, wo ich benutze, dann vor Ort ist eine Diamond X200. Die funktioniert übrigens sehr, sehr gut, was diese, gerade was LoRa betrifft, funktioniert die wirklich sehr gut. Und mit dem 2 Meter Gerät denke ich mal auch. Aber das werden wir auch noch testen dann. Aber jetzt hier vor Ort an meinen heimischen Antennen hat das wunderbar geklappt. N-Anschluss direkt von SMA zu N.
Dann haben wir hier, habe ich einen wasserdichten Stecker gemacht, auch zur schnellen Demontage, falls man da mal was erweitern will oder abmontieren will oder reparieren will. Einen wasserdichten Stecker für den Anschluss des BME 280, der hier drin verbaut ist. Ich mache den Stecker mal ab. Das ist im Grunde so ein 4-Pin-Stecker, wasserdicht, kommt aus dem Marinebedarf. Die kenne ich sehr gut hier. Die sind auch wirklich sehr gut. Und dann kann man das Nebengehäuse, was hier seitlich dran geschraubt, einfach abnehmen und kann das hier aufschrauben. Und dann ist hier zu sehen der BME 280 Sensor für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Der ist hier sehr schön geschützt in dem Gehäuse. Vorteil ist, er ist aber trotzdem an der frischen Luft und kann so dann die Warndaten dann aufnehmen. Besser als hier in dem Gehäuse, da sind ja dann auch immer Temperaturunterschiede. Und er hängt hier bei mir in der Halterung einfach hier außen dran. Das wird natürlich dann noch fixiert hier, damit es nicht nach oben hin rausrutschen kann. Wobei das bei dem Kabel hier, wenn das hier so montiert ist, gar nicht so funktioniert. Und dann kommt das hier dran mit einem Schraubverschluss und dann ist das wasserdicht. Ja? Und man kann es schnell demontieren. Die Kabelstrecke zu dem BME 280 ist übrigens kein Problem. Zumindest noch in den Maßen. Wir reden hier vielleicht von maximal 50, sagen wir mal 60 Zentimeter. Ja? Da geht das noch mit der I2C-Übertragung. Ja, Temperatursensor, dann wie gesagt 70 cm LoRa, 2 Meter APRS auf 144,8 eingestellt. Alles läuft auf einen Deeplexer, 2 Meter 70 cm und das geht hier auf den Antennenanschluss. Da ich das direkt an der Antenne montiere, brauche ich auch nicht viel Koax, maximal vielleicht, ich habe hier diese zwei Schellen installiert, die kommen dann an den Mast dran. Da brauche ich vielleicht maximal, ja, wenn es hochkommt, 60, 70 cm Kabel oder wie auch immer. Ich gucke mal, was ich da vor Ort habe, aber das langt allemal, weil, wie gesagt, das kommt direkt unter die Antenne, spart man sich einen Haufen Koaxkabel. Ja, wie gesagt, zur Wartung aus der Ferne, beziehungsweise auch zur Übersicht, wie gesagt, das 2 Meter Gerät, der TWR, der hat ja bereits eine Web-Oberfläche, kann man alles wunderbar sehen. Da habe ich ja schon ein paar Videos gemacht. Da könnt ihr mal ein bisschen runterscrollen, da seht ihr die ganzen Videos über das Gerät. Und wenn dann der Ricardo dann noch seine Web-Oberfläche dort fertig hat, ja, dann, ja, was will man mehr? Und es sind zwei günstige Geräte im Verhältnis gesehen. Also ich sag mal, beide Geräte zusammen kosten auf jeden Fall mal weniger, wie zum Beispiel eine Raspberry Pi oder sonst was, wenn man da ein größeres iGate installieren wollte. Also billiger geht's eigentlich gar nicht mehr. Ja? Und die ganzen anderen Teile, die braucht man letztendlich auch, wenn man was anderes installiert. Also von daher, denke ich mal, ist das ganz okay. So, dann Stromversorgung. Das ist vielleicht auch ganz interessant und vielleicht nicht jedem bekannt, obwohl ich das schon mal in einem Video erwähnt habe, und zwar bei meinem letzten Video zur Off-Grid-Station am Polarkreis. Und zwar, ich habe hier installiert einen einfachen USB-Splitter. Ja? Dort habe ich jeweils die beiden Boards angeschlossen per USB. Ja? Dann habe ich hier an der Seite so ein schwarzes Kästchen. Dieses hat hier auf der Seite ein Kabel mit einer USB-Buchse, wo ich den Splitter für beide Geräte angestöpselt habe hier neben. Auf der anderen Seite des Gerätes ist ein LAN-Kabel bzw. Patch-Kabel-Ausgang. Und zwar, das ist dafür, da ich ja längeren Kabelweg habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so 6 Meter, 7 Meter sind das LAN-Kabel. Und da habe ich hier mit einem USB-Kabel in der Länge, zum Beispiel mit 10 Meter USB-Kabel, ich habe es auch mal probiert, um es zu vergleichen, mit 10 Meter USB-Kabel, die gibt es ja, ohne weitere Verstärkereinspeisung, gibt es ja auch welche, funktioniert maximal das LoRa-Board. Aber der TWR funktioniert dann nicht mehr. Ne? Also da langt einfach der Strom nicht mehr, wo hier ankommt. Dafür gibt es aber, wie gesagt, eine schöne Lösung, und zwar, die gibt es im Set von Logilink, ein Transmitter, und hier ist der Empfänger sozusagen das Gegenstück. Der hat hier dann einen USB-Stecker, der Empfänger eine Buchse, wo ich das dann praktisch alles einstöpsel.
Und hier wird praktisch über LAN, ja, über das LAN-Kabel bzw. Patch-Kabel, wird dann der Strom transportiert und geht dann hier wieder, wird hier adaptiert zu einem USB-Anschluss. Mit einem LAN- bzw. Patch-Kabel kann man natürlich wesentlich weitere Strecken überbrücken. An meiner Off-Grid-Station habe ich das ja bereits installiert und habe die 5 Volt ohne Probleme mit dementsprechend Ampere über 30 Meter übertragen mit solchen Teilen. Ne? Also das ist wirklich besser, wirklich klasse und stabil und funktioniert wesentlich besser wie ein langes USB-Kabel, weil die funktionieren im Regelfall nicht so. Ja? Da kommt nicht mehr viel an. Ja? Außer man legt nochmal eine Spannung noch mit an. Das gibt es auch, solche Kabels. Aber das ist hier eine relativ einfache Lösung. Steckt man dann hier einen ganz normalen USB-Anschluss. Ja, die sind klasse. Wie gesagt, die habe ich schon einige Male verwendet, um lange Kabelstrecken zu überbrücken. Und per LAN überhaupt kein Problem, beziehungsweise Patchkabel. Wie gesagt, das sind jetzt hier so 7 Meter, habe ich jetzt hier mal zum Testen. Wie gesagt, ich habe dasselbe auch schon mit wesentlich längeren. Das, zwischen 20 und 30 Meter waren das circa, wo ich schon getestet habe. So, das ist im Grunde die Stromversorgung und die geht hier, da habe ich einmal so ein Zwischenkabel genommen, ein Zwischenpatchkabel, das dann hier auf eine wasserdichte Buchse geht. Ja, das ist so eine, auch so eine LAN-Buchse. Und da schließe ich jetzt im Grunde hier einfach das Kabel an. Natürlich sollte die Gegenseite des Kabels, die Gegenseite natürlich auch nochmal ein wasserdichtes Stück haben zum Draufschrauben. Ne? Das gibt es auch bei Amazon zu kaufen. So, jetzt habe ich hier das andere Ende der 7 Meter. Ich denke mal so 7, 8, sagen wir mal maximal 10 Meter langt im Regelfall bei den meisten, denke ich mal. Ja, wenn man diese Kiste direkt an der Antenne montiert. Wie gesagt, Vorteil kurzes Koax, wenig Dämpfung. Und das tue ich jetzt einfach hier so in ein USB-Ladegerät reinstöpseln. So, da seht ihr schon, beide Displays gehen an. Von LoRa geht gleich aus, nicht wundern, weil ich habe natürlich da den Stromsparmodus sozusagen aktiviert, dass das Display automatisch nach einer gewissen Zeit ein Timeout bekommt, damit auch hier nochmal Strom gespart wird. Beim TWR geht das übrigens noch nicht vollkommen auszuschalten. Aber ihr seht, beide Geräte funktionieren. Ja. Stromversorgung über das LAN-Kabel hier. Wichtig ist, das ist wirklich ganz wichtig, nehmt ein anständiges LAN-Kabel mit einer guten, hohen Kategorie. Also sagen wir mal, also mindestens mal Kategorie 6 ist wichtig. Und was auch wichtig ist, nehmt für diese spezielle Stromversorgungsgeschichte kein Flachband, ja? Weil das funktioniert auch nicht immer. Ne? Nur in, ja? Ich sage extra nicht immer, es gibt auch Bauten, da funktioniert das, wird auch noch in Einsatz kommen in einer meiner Videos. Deswegen. Aber jetzt hierfür nehmt wirklich ein gutes LAN-Kabel und dann funktioniert die Stromversorgung beider Geräte ohne Probleme über diese Adapter. Ja. Da gibt es sogar dann noch solche Zwischenadapter, wo dann nochmal das Signal verstärken, ja, um dann noch weitere Strecken rauszuholen. Also das ist wirklich klasse, was es da heutzutage gibt. Und dann funktioniert das ganz normal per USB-Versorgung. Wie gesagt, hängt hier einfach nur an einem USB-Splitter. Hier das Gerät, USB-Buchse, da hängt der Splitter dran und dann hier beide Geräte über USB. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Der BME 280 hier wird auch versorgt, logischerweise dann. Und so sieht mein duales iGate aus. Ja? Ich schalte es jetzt gerade mal wieder ab, beziehungsweise ziehe nochmal den Strom. Und dann kann ich euch das ja nochmal kurz zeigen von den Anschlüssen her. So. Also wie gesagt, so sieht es aus. Wie gesagt, das ist dieser Marinestecker. Wie gesagt, den verlinke ich euch mal. Das ist so ein bisschen Dichtmittel, das ist ein bisschen rausgequollen. Aber das soll der ganzen Sache jetzt keinen Abbruch tun. Wie gesagt, Endstecker für die X200.
Und hier, ne, für den BME ganz klar vieradrig, ne? Da kann dann auch nichts verwechselt werden oder falsch eingesteckt werden. Das geht nur eine Richtung. Ja, dann habt ihr hier so ein schönes Gehäuse mit allem drum und dran. Der Deckel ist auch nochmal hier abgedichtet. Und dann kommt hier so der Deckel drauf. Ja, wird natürlich noch dann anständig verschraubt. BME auf der einen Seite, Stromversorgung, alles da. Und das kommt dann direkt unterhalb der Antenne an den Mast. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ich finde das nicht schlecht. Da hat man gleich beide APRS-Netze sozusagen ausgebaut in dem Fall, ne? Mit einem iGate jeweils. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt keine günstige Lösung. Ja? Die beiden Geräte zusammen, die kosten, ja, das LoRa 32 kostet so um die, ja, vielleicht 20 Euro, wenn es teuer ist. Ja, vielleicht so um den Dreh. Ja, ich bin da jetzt auch nicht ganz auf dem aktuellen Stand der Preise. Aber die waren sogar mal noch billiger. Der TWR zwischen 50 und 60 Euro und den ganzen anderen Klimbatsch, den braucht ihr ja auch sowieso, ne, für die Stromversorgung und für die Antennensplittung hier, ne, den Deeplexer. Ja, der geht übrigens bis 50 Watt, also wenn ich das iGate hier einstelle, auch was Station Mode 2 betrifft, was ich euch ja schon mal in einem meiner Videos erklärt habe, könnte ich hier rein theoretisch auch mit einer Aussendung anstoßen, tätigen. Wie gesagt, Deeplexer bis 50 Watt und da strahlt auch nichts groß ein. Ich habe das alles schon probiert, auch wie gesagt, wenn jetzt hier kein Gehäuse drumherum ist. Ich habe die ein bisschen eingesprüht, damit da nichts rostet, weil da, wo das hinkommt, ist die Luft sehr salzhaltig. Aber ich habe da mittlerweile Erfahrung, was das betrifft. Ich habe da ja schon einiges installiert und läuft ja auch sehr gut, schon über Jahre jetzt. Ja, das war's eigentlich schon. Das ist mein duales LoRa und 2 Meter iGate. Relativ einfach, würde ich fast sagen. Und durch den kurzen Antennenweg, also habt ihr euch jede Menge Koax gespart auf jeden Fall. Ist einmal gut wegen der Dämpfung und natürlich, ja, das kostet ja auch einiges. So ein LAN-Kabel kostet nicht viel, ne? Auch wenn es sogar, wenn es ein gutes ist, ja. BME habt ihr hier draußen und es sollen ja noch mehr Wettersensoren sollen ja auch demnächst dort anzuschließen gehen. Beim Ricardo seiner Software und da werde ich garantiert noch einiges erweitern. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Wie gesagt, ist alles getestet. Ich habe es wirklich einige Zeit laufen lassen. Funktioniert einwandfrei. Verstärker bei einer guten Antenne könnt ihr euch einfach sparen. Spart ihr auch gleichzeitig Strom. Und dann habt ihr hier so eine Kiste und ich denke, da ist alles schön kompakt zusammen. Hier wäre sogar noch Platz für irgendwas anderes. Ich muss mir da mal was überlegen, was da noch so rein zu bauen wäre, was man da so reinbauen könnte. Aber mal schauen. Aber ich denke, jetzt erst einmal ist das eine feine Sache. Und natürlich wird auch ein Video von mir kommen, wie ich das dann installiere. Ja. Dann zeige ich euch das genau, wo das dann hängt. Und ja. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt was mit und bastelt das vielleicht nach. Wichtig ist nochmal zu erwähnen, dass natürlich ich nicht dafür verantwortlich bin, was ihr macht. Wenn ihr das installiert und euch brennt die Hand ab oder der ganze Körper oder euch fallen Körperteile ab, weil ihr euch hier einen Stromschlag gekriegt habt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Bin ich nicht für verantwortlich. Ne? Jeder macht das auf eigene Verantwortung, damit habe ich nichts zu tun. Ich zeige euch das jetzt hier nur. Ne? Muss ich leider so sagen, heutzutage ist das ja ganz schlimm. Naja, gut, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann seht ihr, wie das hier dann auch so weitergeht. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.